aus der Verhandlungskommission. Kann ich schon mal feststellen, hier ist es schöner als da drin. Und als zweites kann ich feststellen, ihr seid schöner als die da drin. Streiten macht schön, keine Frage. Und wenn ihr denkt, dass es heute heiß für euch war, dann kann ich euch versichern, da drin geht es heißer zu. Wir haben immer wieder sogenannte Auszeiten, also Verhandlungspausen, weil es von unserer Seite aus auch sehr emotional manchmal zugeht. Da bin ich ganz Kinderkrankenpfleger, Schwester. Und man muss sich auch ab und zu mal entschuldigen für einige Formulierungen, die man dann so am Verhandlungstisch wählt. Aber das Problem ist ja auch, dass wir ja nicht nur gegen den Vorstand der Charité verhandeln oder mit dem Vorstand der Charité, sondern er hat ja auch eine ganze Phalanx im Nacken, für die wir nicht nur ein Schwert brauchen, Stefan. Ja? Er hat die Politik auf ihrer Seite stehen, die uns alleine stehen lassen, weil sie keine gesetzliche Regelung machen und weil sie nicht die finanzielle Unterstützung geben. Und die haben ein DRG-System im Nacken, das nicht nur beschissen für uns ist, sondern auch für die Patientinnen und Angehörigen dieser Patienten. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie groß und wie breit und wie offensiv die Unterstützung von Patientinnen und Angehörigen ist für unseren Arbeitskampf. Das ist wirklich enorm überwältigend und wir sollten einen riesen Applaus machen für diese Menschen, die uns so toll an der Seite stehen. Ich habe mich jetzt für kurze Zeit rausgestohlen aus den Verhandlungen. Das hat schon zu grimmigen Gesichtern geführt auf der anderen Seite. Ich werde auch wieder reingehen, da werden die Gesichter wahrscheinlich noch grimmiger. Aber es wird heute ein langer Abend werden für die Tarifberaterin. Das kann ich euch schon sagen. Also wir werden jetzt noch eine ganze Weile verhandeln, deswegen kann ich leider nicht mitdemonstrieren, obwohl ich auch gerne Herrn Müller ein paar Worte sagen würde. Die aber vielleicht besser nicht durchs Mikrofon gesagt werden. Ja, also ich freue mich schon heute Abend auf die Tarifberaterin. Und ihr hattet die Botschaft bekommen, wir fahren Doppelschichten und das wird heute so eine Doppelschicht. Und ich bin gespannt, was jetzt noch in dem weiteren Verhandlungsablauf sich ergeben wird. Es ist schwierig. Es sind kleine Schritte, aber es wird Zeit zum Reden. Okay, bis dann.